So, in diesem Teil wollen wir uns jetzt wirklich detailliert die Espresso-Zubereitung angucken. Als erstes ist es wichtig, dass ich den Siebträger, dass er sauber ist und trocken ist, weil die Kaffeeöle sich nicht gerne mit diesem Wasser, was hier noch drin stehen bleibt, mischen. Deswegen auch wirklich einmal auswischen den Siebträger und dann mahlen wir hier rein den Kaffee. Für Espresso empfiehlt sich eine sehr feine Vermahlung, die sich nur leicht körnig zwischen den Fingern anfühlt. Also wenn man die zwischen den Fingern so ein bisschen verreibt, fühlt man eben, dass es leicht körnig ist, aber deutlich feiner als Kaffee, den man für Filterkaffee nutzt. Ist der Mahlgrad zu fein eingestellt, läuft der Espresso nicht schnell genug und er tröpfelt häufig lange am Anfang so. Das ist ein Indiz dafür, dass der Espresso dann überextrahiert wird. Jetzt passiert gar nichts hier. Da kommt er ganz langsam, das ist jetzt schon ein Extrembeispiel. Der Geschmack wird nachher viel zu bitter ausfallen. Jetzt kommt er erst so in Wallung, aber auch erst sehr ungleichmäßig. Und der Espresso wird dann einfach zu intensiv sein und alles andere als lecker. Nach den 20 bis 30 Sekunden habe ich jetzt auch nur eine sehr geringe Füllmenge in der Tasse. Wenn der Mahlgrad hingegen zu grob eingestellt ist, läuft der Espresso zu schnell durch und er wird unterextrahiert. Wir sehen jetzt, dass diese optimale Bezugszeit von 20 bis 30 Sekunden nicht eingehalten werden kann, weil jetzt nach 10 Sekunden schon die Tasse voll ist. Der Strahl lief ganz unruhig raus und viel zu schnell und dieser Espresso wird jetzt überhaupt nicht so lecker schmecken, nicht so intensiv, sondern ein bisschen fad und flach. Bei einem gut eingestellten Mahlgrad beginnt der Espresso nach wenigen Sekunden mit dem Durchlaufen, langsam tröpfelnd in einen feinen Strahl. Man sieht, dass am Anfang die Brauntöne noch intensiver sind, dann langsam immer heller werden. Und nach ca. 20 bis 25 Sekunden beenden wir die Espresso-Extraktion und haben in etwa eine Füllmenge von 20 bis 30 Milliliter erreicht. Genau, zur Füllmenge als nächstes. Da gibt es einfache Siebträger, so wie hier, der eben hier so einen Rand an der Seite hat. Da nutzt man 7 bis 9 Gramm Kaffeemehl üblicherweise. Und für den doppelten Siebträger, der eben ganz tief ist, nutzt man 14 bis 16 Gramm an Kaffeemehl klassischerweise. Bevor ich jetzt Kaffee reinmahle, sehe ich noch mal zu, dass er wirklich trocken ist. Dann mahle ich, das sind 15 Gramm, die ich jetzt hier reinmahle. Also 15 Gramm sind hier eingestellt. Und die Faustregel ist auch, dass wenn ich so aufklopfe, dass so ein leichtes Häufchen nur ist, also wenn ich es nicht nachwiegen kann, das ist eigentlich immer eine gute Füllmenge. Wichtig ist jetzt als nächstes, dass ich das Kaffeemehl im Siebträger sehr gleichmäßig verteile, damit auch das Wasser nachher gleichmäßig durchlaufen kann und den Kaffee gleichmäßig extrahieren kann. Zum Verteilen des Kaffeemehls kann ich ruhig den Indexfinger zur Hilfe nehmen. Es gibt auch so eine kleine Faustregel, wie man ihn verteilen kann. Das ist die Norden-Süden-Osten-Westen-Methode, dass ich erst den Kaffee so ein bisschen nach Norden schiebe, dann nach Süden, dann nach Osten. Und dann nach Westen, dann fülle ich das noch so. Genau, und anschließend wird das Kaffeemehl eben festgetemmt. Noch wichtiger als die Tempingkraft, ja, die üblicherweise, man sagt, so 15 bis 20 Kilo. Die ist allerdings nicht so wichtig, weil die Maschine eigentlich eine viel höhere Kraft auf das Kaffeemehl nachher auswirkt, als das, was ich manuell leisten kann. Wichtiger ist eigentlich, dass ich möglichst gleichmäßig wirklich tempe. Dafür halte ich diesen Temper so, dass so ähnlich wie ein Schraubenzieher, dass ich wirklich dann auch gleich schön von oben tempen kann und nicht irgendwie so schräg daran komme, weil wenn ich so schräg tempe, dann ist die Gefahr deutlich höher, dass ich dann auch das Kaffeemehl schief festdrücke. Was passiert, wenn ich es schief festdrücke? Na, das ist ganz einfach. Also man muss sich das so vorstellen, das Kaffeewasser, also das Wasser, sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn ich schief festtempen würde, würde das Wasser an der Seite, die tiefer ist, deutlich schneller durchlaufen als auf der anderen Seite. Das heißt, an dieser Seite, die schief, also tiefer getempt ist, würde der Kaffee überextrahiert. Also ich würde zu viel Inhaltsstoffe rauslösen.
Und an der anderen Seite, wo das Kaffeebett höher ist, wird der Kaffee unterextrahiert. Das heißt, ich löse zu wenig Bestandteile raus, als die ich eigentlich möchte. Das resultiert dann in einem sehr ungleichmäßigen Espresso-Geschmack, der auch nicht wirklich angenehm ist. Gut, dann tempe ich jetzt fest, lege den Siebträger auf. Hier kann ich jetzt noch mit meinem Daumen und mit meinem Indexfinger so ein bisschen den Abstand zum Rand fühlen, gucken, ob ich wohl eben liege. Und dann wirklich mit Kraft festtempen beim Hochgehen, einmal polieren. Dann habe ich wirklich auch eine sehr ebene Fläche hier auf dem Kaffeemehl. Zum Checken kann ich einmal umdrehen, bleibt drin. Dann flasche ich einmal die Maschine durch. Ich spüle sie 2 bis 3 Sekunden mit Wasser durch, um die Brühtemperatur wirklich nochmal auf die ideale Temperatur vorzuheizen. Dann spanne ich den Siebträger ein und beginne danach möglichst schnell auch mit der Extraktion, damit das Kaffeemehl hier oben nicht verbrennt. Und jetzt sind wir auch schon fertig. Die Crema beim Espresso ist eine Besonderheit der Espresso-Zubereitung, die aufgrund des hohen Drucks entsteht. Eine dunkelbraune, haselnussbraune Crema mit einer Marmorisierung, die man auch Tigerstreifen nennt, ist ein Indiz für eine sehr schöne Crema. Und wenn ich die Tasse so ein bisschen schwenke, jawohl, und die Crema stehen bleibt, dann ist es ein Indiz für eine kräftige, schöne Crema. Ich könnte jetzt auch ein bisschen Zucker drauflegen. Und der Zucker sollte nach Möglichkeit nicht sofort durchrutschen, sondern erst langsam drauf liegen bleiben und dann sich allmählich absenken. So kann man eben auch überprüfen, ob die Crema einem gelungen ist. Und ja, das Crema sozusagen als Signal für eine gelungene, gute Espresso-Zubereitung. Und eben ein guter Espresso, gut eingestellt, ist jetzt auch die Grundlage für alle folgenden Milchmischgetränke. Also Cappuccino, Flat White, Kaffee Latte, dafür ist immer der Espresso eine Voraussetzung.